Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Banishers Ghosts of Eden. Ja, öffne deine Karte. Ist im Prinzip nichts anderes als die Taste, die wir vorher auch schon hatten. Wir müssen uns rechts halten und dann irgendwie da runterkommen. Was ist das für ein Zeichen? Sehr Paris Laden. Okay. Weil wir nämlich in dieser Folge den Friedhof besuchen und untersuchen werden. Mal schauen, wie ich jetzt hier. Mal eben schauen. Ich muss dann wahrscheinlich hier runter. Oh, Hallöchen. Aus dem Weg. Du mich auch. Was war denn das für ein nicht allzu friedlicher Zeitgenosse? Ich wollte schon Zellengenosse sagen. Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Anthea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid? Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Okay. Ja, zeig mir nur erstmal deine Waren. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir Geld haben. Wollt ihr handeln? Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt, aber ein Geschäft schlage ich nie aus. Leder, robustes Leder, Fell, Leinen und Wolle. Oh. Wir haben auch einiges noch eingesammelt oder wir hatten das schon vorher drin. Ich habe keine Ahnung, wo steht denn. Und ich habe ganze 10 Geldstücke dabei. Das heißt, ich könnte mir sowieso nur zwei von den Sachen leisten. Aber gut, ich wollte ja nur mal gucken. Dann kann man, glaube ich, alles mit dem reden hier, ne? Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sage euch eins, wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig und, wie ich fürchte, töricht. Verbannen ist mein Metier, Herr, und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Also ich brauche so Informationen. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist schon richtig. Nehme ich mal an, dass die jetzt nicht da mitarbeiten. So läuft das nicht. Ich untersuche die Heimsuchungen. Und wenn ich weiß, warum der Geist hier ist und wo er ist, vertreibe ich ihn. Tant verkaufe ich nicht. Was ist mit den Ringen, die ihr tragt? Ich habe sie gefertigt. Sie gehören mir. Sie haben nur Macht, wenn der Träger qualifiziert ist. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Das ist auch besser für dich. Ihr wollt die Stadt verlassen? So schnell wie möglich. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Eins ankert in der Bucht. Vielleicht könnte der Kapitän mich und meine Waren in Sicherheit bringen. Die Mannschaft hat sich geweigert anzulegen, und ich vermute, dass sie bei der nächsten Flut auslaufen werden. Wir sind selbst an Land gerudert. Darf ich fragen, wo ihr das Ruderboot gelassen habt? An einem Küstenweg.
Bekannt für seine bösen Schemen und blutigen Leichen. Hoffentlich schwimmen eure Waren, wenn ihr die Reise machen wollt. Der war jetzt böse. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris, und danke für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. Auf jeden Fall hat sie eine scharfe Zunge. So viel haben wir schon festgestellt. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier tatsächlich auch auf dem richtigen Weg. Ach, gucke mal. Ein Irrlicht. So dicht bei der Stadt. Friedhof geschlossen auf Anordnung des Gouverneurs. Wie komme ich jetzt rein? Mit Gewalt. Wo führst du mich hin? Und die Frage ist, führst du mich in die Irre? Ihr schon wieder? Hier ist niemand sicher. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. Ah, hat das Irrlicht mich vielleicht hier hingeführt? Dolden Winterlieb. Okay, sagt mir jetzt so gar nichts. Da blinkt was. Frage ist, muss ich nach oben oder nach unten? Was auch irgendwie komisch ist, dass die sich nicht dreht. Als Verbanner kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um die Quelle zu finden. Okay. Moment, erstmal möchte ich gerne das Kraut nehmen. Das war nicht die Quelle, nehme ich an. Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Dann geht's auch nochmal weiter. Hier liegt irgendwas. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Oh, hier verweilen Erinnerungen an die Toten. Um sie zu enthüllen, musst du die nötigen Ressourcen sammeln. Ja, und wo kriege ich die her? Keine Ahnung. Pyrit und Küstenkerzen. Und Pyrit. Damit klappt das Ritual. Das ist schön, aber wo kriege ich die her? Das war nicht die Antwort darauf. Ich brauche etwas mehr. Pyrit. Nochmal Pyrit. Alter, willst du mich? Was war das denn gerade? Zunderpilz, das ist es nicht. Wieder Pyrit. Ich kriege immer nur das Gleiche irgendwie. Ich meine, das ist schön so für den... Okay. Das ist schön so fürs nächste Mal, wenn wir wieder ein Ritual machen müssen, dass wir dann genug haben, hoffentlich. Kommen wir doch wieder zurück, oder nicht? Ja, da kommen wir wieder zurück. Finde Küstenkerzen. Die bin ich gerade am Suchen. Ich denke, dass das hier wohl weitläufiger sein wird. Viele Tote in den letzten Jahren. Ach, das sind... Ach, das sind Krähen. Ich dachte gerade schon. Nahe am Wasser sollte es Küstenkerzen geben. Nah am Wasser. Kommen wir denn da runter? Nehme ich an, ne? Wenn ihr das schon so sagt.
alten Kerzen. Yay, wir haben sie gefunden. Schnappen wir uns doch mal alle, die hier gerade wachsen. Hallo? Okay, da können wir nicht rum. Ich wollte gerade sagen, warum bleibt die jetzt mitten im Lauf stehen? Ich wollte einfach nur noch mal was verbannen. Da ist auch noch eine Küstenkerze. Darauf hatte ich gehofft. So, können wir hier klettern? Ja, ne? Nee? Echt jetzt? Können wir hier nicht klettern? Oh, Leute. So, Moment. Das Ritual war hier durch und dann, glaube ich, hier rechts hoch, ne? Nee, da hinten, wo es leuchtet. Genau, hier war's. Verbanner können Rituale durchführen. Ja, wissen wir. Wissen wir auch. Kann ich das denn mal eben durchführen hier? Ein Echo enthüllen. Ein Geist oder ein Schemen zum Erscheinen zwingen. Oder eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Ich würde sagen, Echo erhöhen, oder? Ich habe keine Ahnung. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Gegenübertrat. Was war das? Ja, das ist eine gute Frage. Versagt Charles. Charles wollte den Geist manifestieren, aber versagte. Das heißt, wir müssen den jetzt wahrscheinlich manifestieren. Führe die Spukermittlung durch, um Informationen freizuschalten. Was ist mit ihr eigentlich? Haben wir da? Da haben wir auch alles schon frei. Okay. Untersuche den Ort, an dem Charles starb. Charles Bibel. Charles Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob 7:13-15 aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meine Beschwerden lindern, dann erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen, sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen, wenn ich sein Grab finde. Okay. Da oben waren wir schon. Von da unten wären wir gekommen, hätten wir da rumlaufen können. Also müsste das theoretisch irgendwo hier sein. Alle, die hier liegen, starben 1677.
Tobte damals eine Epidemie? Okay. Ich kann nicht öffnen. Müssen wir vielleicht doch... warte mal. Hier sind auch noch Gräber, aber da können wir nichts machen. Habe ich hier irgendwas übersehen vielleicht? Da hinten? Da hinten ist was so am Glitzern, aber das ist doch nur Feuer, oder? Nee, nee, das ist nur Feuer. Weil da kamen wir auch her, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Kann man hier hochsteigen? Die war gerade so einladend, die Treppe. Ach, hier haben wir... Ach so! Ach, ich bin auch so blöd. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass uns das, der Zielpunkt nach hier geführt hat. Ah, schlau, schlau. Da bist du ja. So, ich weiß nicht, was eine Geißel eigentlich ist. Unterstützt durch zwingende Worte eine Schnitzerei oder eine Zeichnung. Das zwingt dieses Ritual alle Art von Geißeln zur Offenbarung. Okay. Ja, also ich mach mal die erzwungene Manifestierung. Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Athea, hier seid ihr endlich. Oh, arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Athea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Athea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Athea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt.
Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt. Aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Seid gewarnt. Dieser Albtraum ist zu wütend, um erweicht zu werden. Und zu mächtig, um zerstört zu werden. Euer Tod schmerzt uns sehr. Eure Rückkehr schmerzt mich auch. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben. Und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat. Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt. Was aber untypisch für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Ja, wie sah er aus? Ist das wichtig für uns? Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie angsterfüllt Erwachter die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte eine Frau. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Hester braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr es daheim sucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei euch. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich
muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen, aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde, und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Ja. Nein, Charles. Was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände. Sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Laken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Ich verstehe nur ehrlich gesagt nicht, warum sie ihm nicht direkt den Frieden gegeben hat, sondern ihn verbannen wollte. Ich meine, ganz offenbar war er ja ein guter Mensch. Warum nicht seinen Frieden lassen? Also das, ja, hat mich ein bisschen verwirrt, dass erst der eine kommen musste. Ich vergesse die Namen dauernd. Damit sie das wirklich so macht. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Ja, wir haben sie nach Hause gebracht und sollen uns jetzt mit Red im Schulhaus treffen. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge zum Schulhaus begeben werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.